Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Port hier in Splatoon 2 Online. Seit Freitag ist eine neue Waffe draußen, zwar der 52er Gallon Deko. Hoffe die Zahl ist richtig, weil ich gerade keinen Plan hatte. Aber naja, passt schon, egal. Und zwar mit den Cooling Bomben und wie ich es gerne nenne, dem Feuerlöscher oder Stingray oder halt auch... Ja, der andere Name halt, der sowieso kompliziert ist. Naja, dann machen wir das mal hier durch und... Was ist denn das hier? Hä? Was war denn das jetzt schon wieder für ein Scheiß? Fängt ja gut an. Fängt gut an, einwandfrei. Einwandfreie Spitze. Und ich bemerke gerade, dass ich mich etwas zu groß eingesetzt habe. Egal, das mache ich in der nächsten Runde etwas kleiner, damit es nicht so komisch aussieht. Aber egal. Diesmal werde ich es aber das so machen... Das wird zweimal normal machen. Also Standardkampf. Und dann eine Runde Rangkampf seit langem mal wieder. Weil ach, auf Rangkampf muss ich Lust drauf haben, wirklich. Ob man das jetzt auch in der Aufnahme drauf hatte, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade so rumgeleckt hat. Ich glaube, das werde ich kurz rausschneiden, weil einfach so. Auch wenn es mir dafür leid tut. Erledige ich den noch? Ja, nice. Also erste Runde läuft doch gut, obwohl ich beim ersten Mal gestorben bin. Was dafür auch nicht so geil war. Ich glaube, ich werde mich mal ein bisschen retten hier. Na okay. Ah, mit frei. Komm, wo bist du? Ich hab dich irgendwie bemerkt. Ah, so noch ein Pinsel. Ja. Schmecke meine Tinte. Ja, okay. Jetzt geht das Spawn-Trapping los. Der Kill war nice. Komm, den Pinsel hab ich noch gesehen. Oh nein, oh nein. Hä? Als ob? What the fuck? Okay. Ich wollte versuchen noch auszuweichen, aber war dann doch nicht so der Fall gewesen. Naja, okay, dann halt nicht. Warum war der Ingame-Sound wieder kurz weg gewesen? Was soll der Scheiß jetzt hier? Was ist denn auf einmal los? Das raff ich gerade nicht. Weil da wir es jetzt sowieso gewonnen haben, mache ich einfach einen merkwürdigen Hochsprung. So. Einfach so. Aus Lust. Ja. 57,7% zu 34,5. Nice. Mit 5 Kills kann ich mir auf jeden Fall zurecht zufrieden geben. Naja, ich habe ja auch übrigens auch neue Ausrüstung, weil ich brauche auch ein paar neue Kleider. Ich kann ja nicht immer nur dasselbe anziehen. Aber ja gut, machen wir noch eine Runde und dann geht's danach in den Rangkampf. Also, ihr wisst Bescheid. So, da geht es hier nun weiter. Diesmal in der Perlmutt Akademie. Und ich habe ein bisschen kleiner gemacht. Ich glaube, das sieht jetzt etwas besser aus, wie ich gerade etwas jetzt feststellen musste. Aber okay. Na, perfekte Musik am Start. Ah, keine Ahnung. Ich feiere die neue Mucke immer noch. Ich weiß nicht. Es ist aber nice. Aber okay, gut. Fangen wir schon mal an, hier den ganzen Boden zu bedecken, bevor der Gegner überhaupt hier die Chance dazu haben. Dabei ist ja auch noch gesagt, dass ich Waffen wie die Gallon selten spiele irgendwie. Ich weiß nicht warum. Wie die Schüsse halt so rauskommen, ist ein bisschen komisch. Aber ja, okay, das spielt auch keine Rolle. Ist auch eigentlich auch voll egal. Die Ulti habe ich sogar schon vollgeladen.
wie meine Teammates nicht genau direkt zu den Gegnern hinspawnen. Ach, beziehungsweise halt direkt dorthin gehen. Ja, ihr habt recht Langeweile. Ey, man sollte auf die Tinte achten, nicht immer halt. Ich könnte mal die Königinbombe mal zücken. Ach, machen wir noch eine hier hin. Hat nicht viel gebracht. Machen wir noch eine. Komm, ich treffe dich noch, das weiß ich. Yeah! Genau, ist klar. Genau, natürlich. So viel zu, ja, ich krieg dich noch. Easy. Genau, wahrscheinlich. Ey, das ist so... Okay, der Sprung war etwas gewagt. Ich hätte dabei wirklich auch drauf gehen können. Aber der Sprung war erfolgreich. Hier haben wir wieder diesen Pinsel. Ach, Pinseltyp. Das hier mit seinen Roller da hier. Flexroller. Muss ja erstmal überlegen, wie der Roller heißt. Den machen wir auch bald. Nein! Ey, mit dem fucking Junior-Klexer auch noch. Warte, das ist jetzt ein Squidback, dann finde ich das ziemlich asozial. Ach, die Gegner haben sogar ein DC, das sehe ich auch gerade. Lol, also gewinnen wir das auf jeden Fall auch safe. Ja, nice, ist auch... Der ist auch schön auf jeden Fall, gut für mich. Und meine Teammates auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall klar. Dann wird doch der Junior-Klexer, ne? Junge. Das ist, Nee. Soll ich überhaupt dazu noch irgendwas sagen? Eigentlich nicht, oder? Taten sprechen mehr als Worte. Aber gut, egal. Die Schwarmraketen bringen jetzt sowieso nichts mehr, von daher. Ja, auf jeden Fall wieder safe gewonnen. Yay! Ice. Ice. Und zu 62,4% die Gegner sowas von abgefertigt und dominiert. Wie auch immer. Also sogar diesmal nur 4 Kills. Naja, egal. Und noch ein bisschen mehr, dann haben wir schon mal den ersten Slot bei allen. Sehr schön. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir noch eine Runde im Rangkampf. Und es ist sogar Turmkommando. Dann bitte die passende Map. Wäre schön. Danke. So, na toll, dann ist es auch noch Buckelwallpiste. Naja, ich hätte gerne das Abyssalmuseum jetzt irgendwie besser gefunden, weil es auch noch zur Auswahl noch war. Naja, was heißt Auswahl? Ist ja sowieso so komplett alles random. Ach, ich finde es immer noch schade, dass man das einfach nicht wählen darf. Hä? Ich war über ihm. Ich war über ihm. Wie kann er mich dann noch treffen? Er hat der Krater geschossen und nicht irgendwie oben drüber. Hä? Verstehe ich nicht. Nur so ein bisschen den Boden befärben für die Ulti natürlich. Und das Team vielleicht etwas zu supporten, wenn ich es kann. So, wo ist der Turm? Hier. Weg mit euch. Komm, dich krieg ich noch. Na, hab ich ihn zwar nicht getötet, aber Hauptsache ist er weg. Auch mein Team führt gerade. Lol. Komm, ich könnte mein Team nochmal supporten. Ja, jetzt kommt er mit seinen scheiß Raketenjet da. Tintendüser, what the fuck, wie es auch immer heißt, Merille. Ja, genau, ey. Halte das gegnerische Team auf, meine Mates. Ich werde so lange erstmal meine Ulti mal freimachen. Wenn es im Bereich des Möglichen mal klappen könnte. Verpiss dich, Dankeschön.
dass du dich dafür bereit erklärt hast. Okay. Oh nein. Oh nein. Der geht schon wieder auf den Nerven, Mann. Verpiss dich. Du gehörst hier überhaupt nicht hierher. Ey, das ist schon wieder ein kleinster Betrug irgendwie, ne? Ey, das ist so nervig. Ohne Witz. So, jetzt verpiss dich hier mal. Ich werde diesmal nicht wagen, nein, das sehe ich nicht ein. Oh, Haftbombe, ja, genau. Was ist denn das jetzt auf einmal hier? Was soll denn der Scheiß? Alter, geht das übelst auf die Nerven gerade. Ja, sehr gut. Oh, aber knapp, ey, zum Glück konnten wir es noch gerade noch so noch aufhalten, ne? Ohne Witz. Ah, schade. Nur irgendwen nur ganz schwach angehittet, mehr nicht. Okay, den habe ich weggebetzt. So, der andere ist hier auch noch dabei. Der geht auch schnell weg. Ja, du fühlst dich cool, ne? Hätte mich aber fast gekriegt, wirklich. No, 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 no. Komm, entweder ein K.O.-Sieg oder wenigstens ein normaler Sieg, weil wir sind gerade sehr gut dabei. Oh, Double Kill, Alter. Und noch ein Kill, Triple Kill. Scheiße, ich bin gleich tot. Oh. Den habe ich gut genommen. Scheiße, ich habe keine Zinde, verdammt. Jetzt kommt der wieder mit seinem scheiß Raketenjet. Diesmal nicht hier. Sehe ich ja mal überhaupt nicht ein. Also, was soll denn da Mist hier? Ey, Mann. Ey, komm, wir könnten das jetzt auch gewinnen, ne? Wir sind deutlich in der... im Vorteil. Wir müssen nur den Turm nochmal... Aber es sieht gut aus, es sieht gut aus, es sieht trotzdem gut aus. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja! Oh Mann, seit langem traue ich mich wieder mal im Rangkampf mal durchzustarten und dann... Puh! Ein bisschen geschwitzt habe ich schon, also... Ja! Der Sieg war auf jeden Fall definitiv gegönnt. Definitiv! Oh mein Gott. Ach so, ich hatte sogar hier 3 Risse sogar schon. Lol. Schön, dass ich das jetzt auch mal weiß. Scheiße. Und? Guten Stuff, nicht so guten Stuff. Ja, schon. Aber ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und ciao, Leute. Macht's gut.